Hallo liebe Schüler, unser heutiges Thema sind die Potenzen. In diesem Video gehe ich zuerst auf die Begriffe ein und dann zeige ich euch noch zwei Einführungsbeispiele. Zuerst zu den Begriffen. Dieser Ausdruck hier kann man auch lesen als 5 hoch 3, wobei die obere Zahl unsere Hochzahl ist oder der sogenannte Exponent. Exponent kommt aus dem Lateinischen von exponere und bedeutet herausstellen. Die untere Zahl ist unsere Grundzahl oder auch Basis genannt. Der Exponent gibt an, wie oft ich die Basis mit sich selber multiplizieren muss. In unserem Fall also 5 mal 5 mal 5. 3 mal die 5 mit sich selber multipliziert. Wenn wir das berechnen, 5 mal 5 ist 25, mal 5 macht insgesamt 125. Also 5 hoch 3 ergibt 125. Kommen wir noch zu einem Sonderfall, nämlich dieser Ausdruck hier kann man lesen entweder als x hoch 2 oder x Quadrat. Also immer wenn ich was hoch 2 habe, kann ich dafür auch sagen Quadrat. 2 hoch 2 oder 2 Quadrat. Gut. Kommen wir zum ersten Beispiel nun. Und zwar folgendes. Max möchte sein Taschengeld aufbessern und kann bei seiner Tante arbeiten. Die macht ihm folgende zwei Vorschläge. Vorschlag 1. Wenn er 15 Tage arbeitet, bekommt er 200 Euro. Vorschlag 2 ist, wenn er einen Tag arbeitet, bekommt er 2 Cent. Wenn er 2 Tage arbeitet, 4 Cent. 3 Tage arbeitet, 8 Cent und so weiter. Also wenn er 15 Tage arbeitet, bekommt er irgendeinen Centbetrag. Ihr seht schon, die Tante ist bestimmt Mathelehrerin, wer sonst wird solche Vorschläge machen? Und ich frage meine Schüler immer, welcher Vorschlag ist wohl für Max am besten? Die meisten glauben 200 Euro, der erste Vorschlag ist der bessere, einfach aus folgendem Grund. 3 Tage arbeiten, nur 8 Cent ist nicht wirklich viel, also da ist nichts mit Mindestlohn. Schauen wir aber uns trotzdem nochmal einen zweiten Vorschlag genauer an. Erster Tag, er arbeitet einen Tag, bekommt er 2 Cent. 2 Cent können wir auch schreiben als 2 hoch 1. Für 2 Tage 4 Cent. 4 Cent kann ich auch schreiben als 2 hoch 2, denn das ist, wie wir mittlerweile wissen, 2 mal 2. Exponent gibt an, wie oft ich die Basis mit sich selber multiplizieren muss. 2 mal 2 ergibt 4. 18 dementsprechend kann ich schreiben als 2 hoch 3. Das ist nämlich 2 mal 2 mal 2. 2 mal 2 ist 4, mal 2 ergibt 8. So, bei 15 Tage, logischerweise, wenn wir vergleichen, die Tage ist immer mein Exponent, also 15 Tage muss ich rechnen, 2 hoch 15. Ich zeige euch kurz, wie man das in den Taschenrechner eingibt, zumindest in meinen Taschenrechner. Dazu gehe ich am besten mal hinter die Kamera. Also, ich gebe zuerst die Zahl 2 ein. Und dann bei meinem Taschenrechner ist es diese Taste hier, x mit dem hochgestellten Rechteck oder Quadrat. Die drücke ich und dann gebe ich die Zahl 15 ein. Und dann nur noch auf Enter. Steht dann so im Display, 2 hoch 15. Bei manchen Taschenrechnern gibt es andere Symbole. Zum Beispiel einige meiner Schüler haben folgendes Symbol. Y hoch x. Die müssen dann angeben 2, dann diese Taste 15. Oder eine andere Möglichkeit ist dieses Dach, dieser Pfeil. Geben die Schüler ein 2, diese Taste 15. Wenn ich jetzt auf ist gleich g, kommt bei mir raus 32.768. So, jetzt müssen wir noch beachten, dass es Cent sind. Wenn wir es umrechnen in Euro, müssen wir durch 100 teilen. Das können wir auch im Kopf. Das sind 327,68 €. Also ihr seht, Vorschlag 2 ist für Max der bessere Vorschlag. Verdient er mehr Geld, obwohl man es am Anfang gar nicht erwartet. Kommen wir jetzt zum zweiten Beispiel. Eine kleine Geschichte bzw. Anekdote über das Schachspiel. Schach wird auf 64 Feldern gespielt und wird vor langer, langer Zeit in Indien erfunden. Der Erfinder ist damals zum indischen König bzw. Kaiser gegangen und hat ihm das Spiel gezeigt. Der Kaiser war so begeistert, dass er gemeint hat, geiles Spiel, okay, das hat er wahrscheinlich nicht gesagt, aber super Spiel, was willst du als Belohnung haben? Und der Erfinder war so ein schlauer Fuchs, der hat gemeint, ich hätte gern ein Reiskorn fürs erste Feld, zwei Reiskörner fürs zweite Feld,
4 Reiskörner fürs dritte Feld und so weiter. Also immer verdoppelt. Der König hat nicht lange nachgedacht, hat gemeint, alles klar, Deal, machen wir. Dann lasse ich meine Schüler immer schätzen, wie viel Kilogramm Reis der wohl bekommen hat, der Erfinder. Dann geht's los, 10 Kilogramm Reis, sag ich, ach, viel mehr. Dann geht's eine Badewanne voller Reiskörner, noch viel, viel mehr. Ein halbes Klassenzimmer voller Reiskörner. Was schätzt denn ihr? Wenn man das Ganze nämlich mal berechnet, kommt raus, der Erfinder hat so viel Reis bekommen, wie auf der ganzen Welt produziert wird. Allerdings nicht in einem Jahr, sondern in über 800 Jahren. Der König hat somit sein gesamtes Vermögen verloren. Und ihr seht wieder mal, wie wichtig das ist, dass man gut in Mathe ist. Okay, das war das Video zum Thema Potenzen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert mich und empfehlt mich weiter. Okay, bis bald.